Hallo, ich grüße euch wieder. Ich stehe jetzt hier mit dem Hermann Krämer, der ist Geschäftsführer von Pur Vegan. Pur Vegan kennt ihr vor allem von den Lupin-Produkten und da werden wir uns gleich mal ein bisschen zu unterhalten. Hallo Hermann erstmal. Hi, grüß dich, Markus. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Alle Jahre wieder auf der Biofach. Genau. Letztes Jahr waren wir im gleichen Hotel. Sehr, sehr schön. Ja. Diesmal bin ich woanders, aber vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr wieder hin. Also. Ja, erstmal so ein bisschen die Frage, wie kommt man denn, du bist ja Geschäftsführer, wie kommt man denn dazu, mit Lupinen überhaupt was anzustellen? Das geht doch oft in den Schweinetrog. Ja, genau. Also kurz so, also wir sind auch zwei Geschäftsführer, das will ich immer herausstellen. Ich bin nicht allein verantwortlich mit dem Alexander Bauer zusammen. Wie kommen wir auf Lupine? Hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, weil wir sind ja jetzt kein Start-up oder so, sondern wir kommen ja aus einer ganz alten Tofu-Produktion von 83, damals der Albert Hess, der das gegründet hat, da ja unser Markenname Alberts. Und der hat das schon früher Zeit schon sehr engen Kontakt zu Landwirten aus der Region und da entstand 2000 das Projekt mit den Lupinen. Das haben wir dann 2012, wo da das damalige Unternehmen in die Insolvenz kam, hat der Alexander und ich das irgendwie aufgegriffen, haben das Unternehmen nochmal neu in den Markt gestellt, haben das mit den Lupinen natürlich fortgesetzt. Und das ist ja letztendlich, sage ich mal, unsere absolute Marktberechtigung. Wir sind immer noch alleinstellend in dem Bereich. Lupinen, ja, tolle Hülsenfrucht, da brauche ich dir gar nicht viel zu erzählen. Eiweißhaltig, regional und da muss man was draus machen und hat uns letztendlich geholfen, wirklich eine Marktberechtigung im Biohandel zu kriegen. Mhm. Und regional oder in der Region heißt, ihr seid in Ramsen, in der Nähe vom Pfälzerwald oder im Köderschon? Ja, das tief, also mitten in der Pfalz, sagen wir mal tief in der Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern. Und ja, dort sind die Landwirte 20 Kilometer Umkreis. Mhm. Also ich fahre jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich an den Lupinenfeldern vorbei. Mhm. Und ja, das wird mit dem Traktor zu uns gebracht. Also das ist wirklich, regionaler geht es jetzt nicht. Ja, sehr schön. Also ähnlich wie bei der Bio-Sojabohne, die ja auch nicht aus dem Regenwald kommt, eure Lupinen schon gar nicht. Nein, gar nicht. Nein. Aus dem Regenwald kommen die schon mal gar nicht. Da wachsen die gar nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich kommen ja so aus dem Mittelmeerraum, ne? Ursprünglich die Lupinen. Mittelmeerraum, Griechenland oder so, ist mir mal übermittelt worden. Okay. Auch bei meinen eigenen Recherchen aus dem Bereich kommt die, genau. Okay. Ja, wenn ich auch selber mal so zurückblicke, ich habe ja so in den 90er Jahren, dann war ich mit dem Studium fertig, habe mich ja da auch schon stark für Bio und natürlich pflanzenbasiert interessiert. Und da gab es mal so ein Lupinen-Tofu, hat sich so ähnlich hieß der, oder hieß der vielleicht Lupino. Sogar Lupino. War der auch von euch? Nein, der war nicht von uns. Okay. Da gab es einen anderen, ja, sag ich mal, wenn man will, Erfinder dafür. Der war aus Bremen, glaube ich. Und der Albert, also unser ehemaliger Firmeninhaber, der hat das am Schluss produziert. Mhm. Nur war das Thema, das Produkt, so wie es hergestellt war, einfach viel, viel zu aufwendig. Mhm. Und das war letztendlich, das hat sich betriebswirtschaftlich gar nicht gerechnet. Das konnte man so nicht tun. Wir haben dann Produkte entwickelt, beziehungsweise Albert hatte das damals schon. Wir haben es noch ein bisschen verfeinert, dass man sagen kann, dass wir marktgerechte Produkte aus den ganzen Lupinen sammeln. Das ist nochmal ganz entscheidend. Also es ist ja kein extrahiertes Produkt oder so, wo man nur das Eiweiß rausgeht. Wir verarbeiten ja das ganze Samenkorn. Und da können wir jetzt halt wirklich marktgerechte Produkte draus machen. Mhm. Und sagen wir in erster Linie Fleischalternativen in ganz verschiedenen Varianten. Ja, ich habe mir das ja schon mehrfach anschauen dürfen mit meinen Studis. Haben da Exkursionen gemacht und das ist schon beeindruckend, dass das, man sieht ja die ganzen Lupinenkerne und relativ zeitnah hat man dann ein Lupinengeschnetzeltes oder Lupinenschnitzel oder was auch immer, geht über die gleichen Maschinen wie in der Wurstherstellung. Ne? Ihr habt auch schon Metzger in der Produktion gehabt, das finde ich auch spannend. Haben wir immer noch, also weil die handwerklich, sage ich mal, einfach gut dafür geeignet sind. Ich habe das früher auch selber gemacht. Ich bin gelernter Koch, also da, also was aus dem Lebensmittelbereich, aber Metzger, da weiß halt einfach, wie man ein Würstchen abfüllt. Ne? Also einfach dieses Ding, wie kriegt in den Darm, dass das keine Blasen schlägt oder so. Das ist eine handwerkliche Fertigkeit, die man einfach hat oder nicht. Und man hat natürlich auch ein bisschen Gespür für Würzungen und so. Das solltest du schon haben. Aber was ich auch immer noch dazu sagen muss, was uns wirklich wichtig ist, ist nicht nur der regionale Anbau, sondern was jetzt im Moment bei Fleischalternativen ein ganz wichtiges Thema ist, im Gegensatz zu konventionellen Produkten, den Bioprodukten. Wir versuchen, die so rein wie möglich zu lassen. Du hast bei uns keinen Zucker drin, keine Hefeextrakte, kein Palmöl. Mhm. Wir versuchen mit dem Salzzutaten natürlich auch hier sehr im unteren Bereich zu sein und natürlich für den Biobereich keine Zusatzstoffe, keine E-Stoffe etc., keine Aromen. Das ist unser Thema, was außer dem regionalen Anbau jetzt wirklich auch noch immer für mich so ein absolutes,
Argument für unsere Produkte ist. Ja. Und das ja, ich habe ja auch heute einen Vortrag zu dem Thema hier gehabt, Fleischalternativen so in der Wahrnehmung, Bewertung, gesundheitliche Wahrnehmung nutzen. Und da kommt natürlich immer wieder als erstes das Thema, da sind ja nur Zusatzstoffe drin, hochverarbeitet. Mhm. Du hast jetzt so ein bisschen geschildert, aber solche ja, Nicht-Argumente oder Mythen oder Vorurteile, sagen wir es so, gibt ja auch schlimme Produkte, gerade im konventionellen Bereich, die kommen ja auch zu euch. Genau. Wie geht ihr damit um oder was macht ihr, damit da ein bisschen mehr Informationen auch rausgeht, dass es eben da Unterschiede gibt? Genau. Also letztendlich ist das ein Medium. Wir unterhalten uns gerade darüber und hoffentlich sehen es viele Leute. Ja. Natürlich in unseren Werbeaussagen, die wir machen, wenn wir Werbungen schalten, wenn wir vor Ort sind, wenn wir auf Endverbrauch ermessen sind, wo du das natürlich nochmal näher bringen kannst. Auch in Form, sage ich mal, was wir auch immer wieder mal haben, dass bei uns Besuche in den Unternehmen sind, dass wir das nochmal machen oder auch, dass wir außer Haus gehen. Wir sind in einem Lupinen-Netzwerk, wo es immer wieder Veranstaltungen gibt. Lauter solche Dinge. Ne? Mhm. Also das in unserem Rahmen. Also ich meine, wir sind natürlich kein Großindustrieller, wo Fernsehwerbung schalten kann. Aber wir versuchen es in unserem Rahmen so gut wie möglich, so informativ, so breit wie möglich zu machen. Und das ist uns über die letzten Jahre ganz gut geglückt. Sonst wären wir gar nicht so im Markt. Mhm. Das war ja auch nicht einfach, das überhaupt mal in den Markt zu kriegen. Damals wusste kein Mensch was über Lupinen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Weg. Aber man muss natürlich auch schon sagen, Der Druck aus der Industrie ist massiv. Und man muss neidvoll anerkennen, dass die gute Produkte machen, optisch, geschmacklich. Das ist auch das, was ich immer erzählen lasse, wenn mir das jemand erzählt. Ich kriege da so viel aus dem Bekanntenkreis. Du, ich habe jetzt auch was Veganes und ich habe von dem und dem und den Aufschnitt und so. Und das schmeckt ja richtig toll. Er sagt, ja, super, finde ich erstmal gut. Nur der Unterschied, wir machen was ganz anderes. Das ist ein ganz extremer Unterschied. Kannst du natürlich, wir können das nicht immer transparent halten, aber wir versuchen es so gut wie möglich. Es ist auch auf den Schachteln erklärt kurz, aber da sind wir auch ganz ehrlich, wer nimmt die Schachtel wirklich in die Hand, dreht die links, rechts, was steht denn da eigentlich genau für eine Aussage, was sind da für Inhaltsstoffe drin? Also da ist das schon ein schwieriger Weg und im Prinzip kann ich immer nur sagen, ihr seid im Biohandel gut aufgehoben. Punkt. Das wäre mal so das Erste. Und ansonsten können wir halt nur versuchen, soweit es uns möglich ist, darüber aufzuklären. Wenn man das jetzt so gesamtgesellschaftlich sieht, ne? Wandel zum Pflanzenbasierten, relativ unstrittig, ne? Aus verschiedenen Gründen, gesundheitlich, ökologisch, Tierwohl und so weiter. Genau. Und dann ist natürlich der konventionelle Handel einmal und auch die konventionellen Produkte, Stichwort, man kann es ja nennen, Rügenwalder und Co., treiben das schon voran. Richtig stark, ja. Das ist so eine zweischneidige Sache. Definitiv. Ne? Und Bio wird aus dem konventionellen Handel dann auch mitunter verdrängt. Richtig, genau. Wie geht ihr damit um? Ja, also damit musst du umgehen, wie es ist. Also ich kann mich noch erinnern, damals, wo die Rügenwalder die ersten Produkte in den Markt gebracht hat, hat mich auch, damals eine Zeitschrift war das so, in so einem Interview gefragt, ob ich das eigentlich gut finde. Na, das kann ich Ihnen jetzt im Moment noch nicht sagen. Ich kann das gar nicht abschätzen. Letztendlich ist es natürlich erstmal für den gesellschaftlichen Anteil, so wegen mehr pflanzlicher Ernährung, nachhaltiger und so weiter, ist das erstmal gut. Die machen das breit, so breit, wie wir das über Jahre nicht können. Kein Bio-Hersteller könnte das leisten, was die als Industrieller leisten. Das ist mal das eine. Ansonsten kannst du halt das immer nur versuchen, einfach diese Unterschiede klar zu machen, in welche Richtung, weil wir wissen natürlich auch, mich hat zuletzt jemand gefragt, das war auch ganz interessant, der sagte, ich habe ja gestern eine Sendung über vegane Produkte im Fernsehen gehabt. Und wie war die? Ja, die sind ja gar nicht gesund. Na, das hat jetzt auch gar keiner behauptet. Ja, warum macht man das vegan überhaupt? Das war dann so eine Frage, wo ich echt vor den Kopf gestoßen war. Also wie erkläre ich das jetzt? Also ich meine, ich dachte, das wäre jetzt klar. Also es ist ein humanitärer Grund. Warum sollen wir uns pflanzlich ernähren? Und dann letztendlich, wie du auch schon sagtest, nicht jedes Produkt ist gesund. Das muss man dann einfach nochmal unterscheiden. Und wie sehe ich das jetzt, um letztendlich deine Frage wirklich zu beantworten? Wie sehe ich das jetzt? Wie gehen wir damit um? Es ist natürlich schon eine gute Entwicklung, dass es eben mehr vegane Produkte gibt. Aber man sieht eben auch, wie schnell das auch in eine andere Richtung gehen kann, obwohl es gut gemeint ist. Wobei man in Fragezeichen, ist es wirklich gut gemeint? Industriell ist natürlich eine ganz andere Profitorientierung. Also wir sind auch, also vor allem Alexander, der ist ja bei uns der Betriebswirt. Der sagt mir schon ganz klar, du Hermann, super Idee, können wir bloß nicht machen. Ja, warum nicht? Ja, verdienen wir kein Geld. Ach so, okay, wir müssen natürlich Geld verdienen, das ist ganz klar. Aber die Idee darf dabei nicht verloren gehen und das ist natürlich ganz schnell im industriellen Bereich, bist du ganz schnell, dass das über den Haufen geschmissen ist. Greenwashing und so weiter ist ein Thema.
wir kriegen jetzt ein Lieferkettengesetz, mal sehen, was da draus wird, dass das ein bisschen klarer wird, dass nicht wieder jeder sagen kann, ja, wir sind nachhaltig, wir machen vegan. Quatsch, das hat damit gar nichts zu tun erstmal. Ne? Deswegen ist es natürlich schon zwiespältig und ich hoffe einfach, dass wir das klarer kriegen, dass dann auch nochmal klar ist, warum machen wir diesen ganzen Aufwand, warum kostet unser Produkt 3,69, 3,79 wären das aus der Industrie, das vergleichbare Produkt 2,69 € kostet und das dem Endverbraucher näher bringen kann, aber auch wirklich in der öffentlichen Diskussion. Das ist ja das Hauptthema gerade, Preise, ne? Und am Schluss gucken die meisten halt doch neben Geschmack auf und vielleicht Optik, ne, auf den Preis. Und das kannst du auch niemand, das kannst du auch niemand vorwerfen. Das wäre jetzt völlig irrsinnig zu sagen, ja, ja, Endverbraucher, ihr seid ja auch nicht informiert. Das ist ja völliger Quatsch. Also das eben vorzuwerfen wäre ganz schlimm, weil ich bin auch über so viele Dinge nicht informiert, wo ich vielleicht Dinge tue, wo man sagt, sprich jetzt Kleidung, ne, wo dann auch jemand aus der Bekleidungsindustrie sagt, wie kannst du denn sowas tragen? Ich so, du, ich fand's schön und das war nicht mal so teuer und irgendwie war es ganz cool. Nee, das geht gar nicht. Also man ist halt nicht, und deswegen kann man dann im Endverbraucher, das muss von der höheren Ebene kommen. Und es müssen vor allem, denke ich, Lebensmittelhandel genauso wie Hersteller, vor allem aus dem großen industriellen Bereich, zu gewissen Grundlagen, verpflichtet ist immer ein schlechtes Wort, dazu gebracht werden, die Anreize dafür geschaffen werden, damit man sagt, stimmt, das ist gar nicht nachhaltig, dieser ganze Greenwashing, alle sagt nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig so. Ja, was ist denn nachhaltig? Genau, da wirst du jetzt viel besser im Thema noch. Aber es wird halt so viel, so ganz schnell behauptet. Und da muss ein Riegel vor. Genauso wie wir das haben mit der Ampel. Also nicht die Regierung, sondern... also Nutri-Score. Nein, das lassen wir drin. Nutri-Score. Ne? Ja. Da hat mir die ganze Zeit ja schon gesagt, der ist zwiespältig. Ne? Jetzt hat man nachgebessert, dass es immer noch, soweit ich jetzt gehört habe, immer noch das Nonplusultra. Aber man bewegt sich wenigstens. Also man versucht in diese Richtung was zu machen. Und da muss man halt dranbleiben. Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja die letzten Jahre so eine Delle gehabt im Biobereich, ja, vor allem im Fachhandel. Ne? Das ist ja auch hier immer auf der Biofach ein Thema, auch bei der Produktion vielleicht oder beim Absatzmarkt. Ja, ja. Hat sich viel ins Konventionelle verschoben. Das hat sich so ein bisschen erholt, ist so mein Eindruck, habe ich jetzt hier auf die mitbekommen, oder? Ja, 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 also definitiv schon. Also jetzt gerade, ich sag mal so, seit Ende des letzten Jahres, jetzt Anfang des Jahres ist es auch bei uns so, dass wir sagen können, das sieht jetzt erstmal wieder positiver und besser aus, was die reinen Umsätze angeht. Aber wir sehen natürlich schon, Pandemie, Ukraine-Krieg, wie fragil alles ist. Das kann auch morgen wieder vorbei sein. Deswegen ist es unheimlich schwierig, hier Prognosen zu geben. Auch für unsere Planung intern zu sagen, wo wollen wir denn dieses Jahr, also wo wir hinwollen, das können wir schon sagen. Nur wie begründen wir es, also wie kommen wir dahin? Das ist halt wirklich unheimlich schwer zu sagen und da müssen wir einfach abwarten. Also im Moment ist das okay und ich hoffe, dass das sich auch stabilisiert. Aber dennoch sind wir immer in einer ganz fragilen Situation. Das kann auch morgen wieder vorbei sein. Aber trotzdem auch, um es da einen Schlusssatz drunter zu kriegen, wie ist es? Im Moment legen wir wieder ein bisschen zu und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Ja. Und ich meine, ihr seid ja innovativ weiterhin. Es gibt ja auch immer wieder neue Produkte, auch jetzt auf der Messe natürlich. Ja. Und ihr probiert ja aus, ne? Und das könnt ja da auch teilweise schnell reagieren, wenn ihr merkt, da passiert was und es kommt an oder es kommt nicht an. Oder seid ihr da so als kleiner Hersteller doch ein bisschen langsamer in Veränderungen dann? Das wäre auch nochmal ganz interessant. Es ist umgekehrt. Desto kleiner du bist, desto flexibler. Okay. Ne? Also eine ganz einfache Sache. Weil wenn Alex und ich etwas entscheiden und dann sitzt die Nicole, unsere Produktionsleiterin, uns gegenüber, so, hopp, Nicole, kannst du was machen? Guck mal, da haben wir die Idee so und dann, ja, okay, dann, wie sieht's aus? Nächsten Mittwoch treffen wir uns dann, da hat die in der Küche irgendwas gemacht, eine kleine Probe, oh ja, okay, komm, das Produkt ist gut, da ist dann der Verarbeiter unten aus der Produktion noch dabei, also wir können da verhältnismäßig schnell reagieren. Du musst dir einen großen Konzern vorstellen, desto größer, desto schwerfälliger wird das Gebilde. Klar, wenn die mal im Rollen sind, sind die am Rollen. Aber bis die ins Rollen kommen, das dauert natürlich länger. Wenn man mal überlegt, wie lang viele Fleischhersteller mal verstanden haben, dass das nicht mehr ihre Zukunft sein wird, sondern dass sie in eine andere Richtung gehen, wie lange das gedauert hat. Mhm. Also die Diskussion gab es ja schon viel früher, bevor die Rügenwalder die ersten waren, die das gemacht haben, ne? Und dann, wie schwerfällig die anderen hinterherkommen und so. Aber wenn sie dann mal am Rollen sind,
dann rollt's. Weil manche auch wieder aussteigen, ne? So ein paar Fleischhersteller haben es dann wieder gelassen. Also bei den Fleischherstellern, da haben wir gerade heute wieder ein interessantes Gespräch am Stand gehabt. Das ist natürlich wahnsinnig viel Kopfsache. Das könntest du jetzt, na, ich weiß nicht, ob der Vergleich so richtig passt, aber du könntest jetzt Verbrenner und E-Mobilität. Jemand, der seit Jahren sagt, ey, mein Diesel, der läuft und der ist super und hör mal auf mit dieser Elektro, ist nicht so toll. Den dazu zu bringen, dass das vielleicht ist dann die Zukunft, aber setz dich wenigstens mal damit auseinander oder akzeptiere wenigstens ein paar kleine Dinge. So jemand dazu zu kriegen, ist verdammt schwer. Und so ist es eben auch, das musst du dir mal vorstellen, so ein Fleischhersteller, der hat das von Herz auf gemacht, wahrscheinlich noch gelernt, der Metzger oder aus einer Metzger-Dynastie, die haben nie was anderes gemacht. Und jetzt kommen irgendwelche Leute dahin und sagen, ja, das ist es nicht mehr, da musst du dich umstellen. Und das darf man denen auch nicht unbedingt vorwerfen, dass das denen wahnsinnig schwer fällt. Aber das ist die Zukunft, das müssen sie entscheiden. Also sie können ja dann entscheiden, ob ich in 10 Jahren nicht mehr an meinen Sohn übergeben kann, weil ich das Schiff eben auf Grund gesetzt habe oder ob es eben dann doch so aussieht. Ja, ich war dann doch so clever und bin mitgegangen und jetzt macht mein Sohn eben hauptsächlich pflanzliche Produkte. Ja. Also du siehst da positiv oder ihr alle positiv in die Zukunft? Ich gucke immer positiv. Also, nein, ich habe gar keine Lust. Also da geht es auch immer so drum, also, wie ist die gesellschaftliche Lage, was passiert alles um uns herum? Habe ich ja gar keine Lust. Ja. Also ich habe keine Lust, Angst zu haben, vor gar nichts. Das ist einfach so, wir versuchen das Beste draus zu machen. Wenn das nicht geklappt hat, müssen wir an das Nächste gehen. Wenn die Messe jetzt vielleicht unterm Strich da nicht so toll ist, ja gut, dann gibt es eine Analyse drüber. Sagen wir, vielleicht gehen wir nächstes Jahr im kleineren Rahmen hin oder so weiter. Aber dann gibt es eben das nächste Projekt. Also nach der Messe gibt es dann wieder Projekte, da gibt es andere Termine, die wichtig sind und so weiter. Nee, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe keine Lust, negativ zu denken. Ich habe keine Lust, irgendwas schlecht zu reden oder so. Es gibt Dinge, über die muss man nachdenken, die muss man lösen. Aber da bin ich nicht der Typ dafür. Habe ich keine Lust drauf. Das ist ein guter Einstieg. Ich will keine Angst haben, dass irgendwas schlecht ist. Ja, wunderbar. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und soweit ich es jetzt gesehen habe, die 2 Tage war auch einiges los bei euch am Stand. Also das scheint ja auf dem richtigen Weg zu sein. Auf jeden Fall heute. Gestern war noch so ein bisschen, dann viele Leute gesagt, na gut, das hing vielleicht mit dem Fasching zusammen. Ja. Jetzt wusste ich gar nicht, dass die Bierfach ein Thema mit Fasching hat. Aber das ist mir, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Es ist manchmal so und heute ist wieder besser. Jetzt gucken wir, wie die nächsten Tage werden und hoffen, ein paar gute Gespräche zu führen. Ja. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich nochmal die Neuheiten an, die ihr habt. Probieren wir uns nochmal ein bisschen durch. Genau. Und dann danke ich dir erstmal. Ja. Und weiter alles Gute. Ich danke euch für die Kamerafrau. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und Markus, danke fürs Gespräch. Na klar, gerne. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr selber Fragen habt, auch Kommentare, auch zu dem Thema Lupinenprodukte. Wer hat das schon probiert? Was habt ihr da vielleicht selber schon für Erfahrungen gemacht? Gerne in die Kommentare schreiben. Das ist immer spannend. Und dann sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.